Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Filmreview. Heute Slenderman. Ja, meine Vorgeschichte zu dem Ganzen ist, dass ich das Spiel damals, als es rauskam, das allererste Spiel, was aussah, als wäre es auf Windows 95, zumindest was die Figur des Slendermans angeht, entstanden und lebte mehr davon, dass man einen großen Bildschirm hat, gute Kopfhörer und dann im Dunkeln versucht, sich einen Weg durch dieses Spiel zu schleichen und 8 Zettel zu finden. So einfach, so gut. Zumindest wenn man die Komponenten dafür da hatte, um dann auch die Atmosphäre stimmig darzubieten. Ansonsten war das eher mehr schlecht wie recht und es kam ja kein Gruselfaktor auf. Zumindest war es bei uns damals so, dass wir ein bisschen Spaß mit dem Spiel hatten. Leider hielt das auch nicht ewig und genauso sah es dann auch bei Slenderman The Arrival aus. Das Spiel war zu Anfang ja ein bisschen darauf ausgelegt, Neugier zu wecken, sage ich mal, einem Spieler, der dieses Spiel gekauft hat, vielleicht auch das Interesse an dem Story-Modus zu bieten. Dennoch war hier die Beta in meinen Augen besser, da es die normalen, also die normalen Spielmodi des ersten Slenderman hier ja stimmig einfingen und dann daraus ein solides Spiel machte, was der Story-Modus aber leider überhaupt nicht einfing in meinen Augen. Viel zu plump und leider auch viel zu simpel war das Spiel gehalten und man konnte es in 0, nichts blind durchspielen. Ja, der Film hingegen setzt nochmal die Messlatte um einiges tiefer, würde ich behaupten. Während Robert Hofmann in seinem Filmformat Kopfkino seinen Podcast, den er mit David Hein hat, noch davon sprach, dass man Respekt gegenüber das Machwerk des Künstlers, der Filmemacher haben sollte, ist bei dem Film in meinen Augen so, dass selbst darauf ein Scheiß gegeben worden ist. Man versucht gar nicht mehr, irgendein Machwerk, eine Art Kunst darzustellen. Man versucht, den plumpen Psycho-Horror hier freien Lauf zu lassen. Was aber im Laufe des Films auch wieder schlecht funktioniert. Wir fangen mal von vorne an. Man versucht zu suggerieren, man hätte hier beste Freundinnen fürs Leben, die durch dick und dünn gehen, aber das alles ist noch Fassade, Teenie-Klatsch, der auf dünnen Eis runtergebrochen wird und sehr schnell bricht. Ja. Und selbst das ist hier ja nicht glaubwürdig umgesetzt. Also wenn man wirklich die falschen Zicken hätte versucht, hier einzubauen, dann wäre es ja auch gut gewesen. Aber nachdem sich der Psycho-Horror immer mehr auftut, der irgendwann darin endet, dass man ein Video schaut, was jede Deathcore-Metal-Band besser hingekriegt hätte. Ja, und das ist schon nichts für mich, wenn ich ehrlich sein darf. Aber wo ich dann noch irgendwo in vielerlei Hinsicht da eine gewisse künstlerische Gestaltung sehen kann,
sehe ich bei Slenderman einfach gar nichts mehr. Es sind okkulte Zeichen, Satanismus, Pentagramme und vieles mehr, die suggerieren sollen, hier ist was Böses am Werk. Aber im Endeffekt starren wir nur auf ein plumpes CGI-Monster, was überhaupt nicht gruselig ist. Genauso wenig wie alles andere drumherum. Ja, eine der Freundinnen versucht am Ende noch die Schwester der vermeintlichen Hauptfigur, von der wir das meiste an Screentime hier geliefert bekommen, mit reinzuziehen. Und als dieses aufgedeckt wird, geht die vermeintliche Hauptfigur dann zu ihrer vermeintlichen besten Freundin, die noch übrig geblieben ist, die dem Slenderman noch nicht zum Opfer gefallen ist, und versucht sie zur Rede zu stellen. Aber nein, diese versucht sich gerade anscheinend umzubringen und zack, ist vergeben und vergessen und alles beiseite geschoben. Hier wird nicht suggeriert, ja, dann bring doch in den Tod, du hast meine Schwester dem Slenderman versucht zu opfern. Oder sonst irgendwas. Nein. Es ist alles nur Fassade. Es ist nichts echt. Nicht mal der Horror. Und somit habe ich mich nur gelangweilt bei diesem Streifen und kann diesem Film nichts abgewinnen. Während ich das bei den Spielen irgendwo noch halbwegs irgendwas finden konnte, war das bei dem Film nicht mal im Ansatz gegeben. Und damit bin ich leider heute schon durch. Ja, ich hoffe, das Video, die Kritik hat euch zumindest gefallen. Und damit wünsche ich euch noch was und würde behaupten, dass ich hier nicht mal mehr um Likes oder Kommentare bettel, sondern entlasse euch sofort mit aus diesem Video für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.